Ich aber eigentlich gar nicht. Oh, die sind äußerst böse. Aber die haben nur einen. Oh, geht gar nicht. Okay. Kann man mit leben. Dafür kann ich da das Skelett einsammeln. Oder das Teil. Sagt man ja eher. Dann kann ich mich mit denen anfreunden. Dann nehme ich mir von denen einen Freund mit und überlebe dann hoffentlich das Klauen von den Teilen bei den Affen da drüben. Ach, der ruft auch schon an. Ui. Hoffentlich ist das jetzt nicht mehr bezaubern, als ich drauf habe. Aber ich glaube, blöderweise schon. Die bezaubern schon wieder. Das ist irgendwie blöd. Nein, nicht ganz. Ist ja gut, regt euch nicht so auf. Ich hab mir nicht so einen Stress hier. Okay, dann versuche ich doch mal bei den Gorillas das Skelett zu holen. Ich meine, das ist ja immer noch recht nah dran. Oh Gott, auch noch 4 Stück. Das werde ich nie im Leben überleben. Hey, nein, nimm das. Okay. Ich muss mir einen meiner Kumpels mitnehmen dafür. Ansonsten klappt das nicht. Das geht sonst nicht. Och, jetzt ziehen die auch noch um. Okay. Neues Nest finden. Auch eine Aufgabe. Dafür wäre das Sprinten eigentlich ganz gut. Ja, nicht die ganze Zeit drauf gehen. Aber ich kann mir den als Kumpel mitnehmen. Das ist schon. Ach ja. Das ist schon mal die Hauptsache. Nee, da. Uff, jetzt. Da habe ich doch schon mal. Ja, ist ja gut. Hier reg ich nicht so oft. Ein Kollegen. Der. Was ist denn das? Ein Skelett. Ich hab's fast übersehen. Na. Da haben wir doch dann auch bald recht viele Teile schon zusammen. Was ist mit denen da oben? Hey, die haben ja Füße, hätte ich ja nicht mitgerechnet. Sieht so wurmartig aus. Naja, kommt vor. Dann beeindrucken wir die doch mal ein bisschen. Na, auf geht's. Ja, ruf noch. Einer noch. Ach, die können ja auch nur sehen. Nein. Oh. Ach, Mann. Sehr schön, das funktioniert doch schon mal. Und schön, dass sie nur singen können. Oder den Mund zum Singen. Ah, bezaubern Stufe 3. Da haben wir doch das, was wir als nächstes brauchen. Sehvermögen, ja. Brauche ich auch jetzt unbedingt. Und noch einen beeindrucken. Ach, wieso ist das denn so? Was soll's? Noch ein paar DNA-Punkte, noch ein Greifer. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Da ist zum Beispiel eine Gewürzquelle. Und wieder diese merkwürdig aussehenden Teile. Was auch immer das sein soll. Vielleicht irgendeine Krankheit oder so? Ich verstehe es nicht. Ich
sind die sich auch gerade alle am verändern. Wer weiß. Folgen wir mal ungefähr dem Weg. Und suchen auf dem Weg dahin noch Skelette. Ui, sind die groß. Und sauer sind die. Riesige Elefanten. Ah, die sind gut drauf. Das wird ja einfach... Nee, die sind gut drauf. Die sind mies drauf. Aha. Ach, das sind ja meine. Verdammt, ich habe gar keine Angriffsattribute, oder? Oh, ich habe Beißen. Ich kann sie zu Tode beißen. Mit Stufe 1 beißen. Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt im neuen Nest. Juhu! Ein neues Nest. Wie schön. Es wird halt nochmal ein bisschen ausgetrampelt und größer und hier und da. Ja. Hier können neue Generationen geboren werden. Das freut mich doch. Da haben wir zum Beispiel noch Bezaubern Stufe 4. Ja, du kommst gleich dran, wenn ich genug Punkte habe. Aber mittlerweile dürfte ich einige, habe ich ja einige zusammen. Jetzt haben wir noch Gesundheit 2. Auch sehr schön. Dann gucken wir doch mal, dass wir ein bisschen was mit Bezaubern hinbekommen. Und posieren am besten auch gleich noch. Greifer haben wir ja auch bekommen. Füße wären auch nicht schlecht. Die sollten ja im Ansatz nicht so viel kosten, so dass ich da zumindest mal ein bisschen was machen kann. Und, ja. Genau. Dann wollen wir doch mal ein wenig umgestalten. Hier zum Beispiel bezaubern. Stufe 4. Das ist zwar nicht sehr bezaubernd, aber... Naja, man überlebt es. Oh, und dann sind schon wieder Sachen zu teuer. Füße. Tanzen wäre so noch eine Sache, die ich gerne... Tanzen Stufe 2. Und schleichen. Ah, nein, da sind die hier besser. Hände sind auch noch drin. Posieren Stufe 2 gibt's die schon. Aber ich nehme die langen Griffel, das finde ich immer besonders schön. Die kleiner und die... Naja, viel mehr Möglichkeiten hat man da ja nicht. Tun wir sie einfach ein wenig aufmachen. So, als wollten sie zugreifen. Den hier können wir noch ein bisschen kleiner machen. Die hier an einen Kopf setzen. Nee, du, kleiner, die, größer. So. Kann man damit noch ein bisschen spielen. Drehen bringt da ja nicht viel. Nee, aber so ist doch schon ganz gut. 4, 2, 4, 1, Geschwindigkeit 2, Sprinten 1. Damit kann man leben. Man könnte auch noch zum Beispiel Springen etwas anbringen. Ach, Springen und Gleiten, das ist natürlich so eine Sache, die ist... nee, mach mal so lang und dünn wie von Insekten. Und legen wir sie an wie Dumbo-Ohren. Na, da war schon ganz gut. Ja, auch 5 Punkte haben wir noch übrig. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber wir haben jetzt Sprinten, Springen, Gleiten. Sprinten, Springen, Gleiten. Alle 4 Bezaubernteile. Und dann tanzen wir noch gerade mal auf Stufe 2. Schon wieder ein Umzugsweg gezeigt. Und posieren der Stufe 1. Damit sollten wir doch eigentlich zur Rande kommen. Auch schlagen haben wir ja jetzt auch noch. Wir haben ja jetzt Hände. Von daher kann man damit auch schlagen. Das stimmt schon.
Mittlerweile haben wir dann auch 19 Leben so insgesamt. Was ist, war denn das hier? Ach, die sind sauer. Damit sollte ich mich nicht anlegen. Hier die Richtung waren wir noch nie. Ach, das sind die sauer, das sind die wütenden Elefanten. Da brauchen wir auch nicht hingehen. Probieren wir es einfach mal ein bisschen in diese Richtung. Nein? Doch. Doch, dahin. Lauf mal ein bisschen. Die sind neutral drauf. 14 Punkte auf... Okay. Oh, die haben diese Bezaubernteile am Kopf. Das ist natürlich... eindrucksvolle Verwendung. Also, das ist definitiv eine eindrucksvolle Verwendung der Teile. Nein. Oh. Nicht böse. Ach Gott, das will ich überhaupt nicht überleben. Oh. Was ist das? Passieren. Ach nee, das war bezaubern. Okay. Mach das nochmal und ich mach mit. Tanzen. Ich kann mal weit. Boah, sieht der muskulös aus, ey. Ja, so ganz mithalten ist er nicht. Probiere ich es mit den komischen Felsformationen, was auch immer das irgendwann mal ergeben soll. Da ist ein riesiges Skelett. Oh ja. 70 Punkte für das Beeindrucken von denen. Ist schon klar, warum. Da ist noch eins. Ich brauch das unbedingt. Schlagen Stufe 4. Das war irgendwie klar. Dafür müssen die auch böse sein. Sonst würden die hier nicht rumliegen. Und da ist ein Riese. Ein Riese, der sauer ist. Erklärt, warum hier so viel. Und Abmarsch. Ja, das sieht so starksig aus. Yeah. Genau, locken wir es mal zu den Unschuldigen hier drüben. Hm. Dann können wir im Vorbeigehen die auch nochmal bezaubern. Das Bezaubern. Hat er noch was anderes drauf? Also Bezaubern. Da hinten ist wieder was Großes. Was ist das? Oh, er tanzt. Unnötig. Brauche ich nicht mehr. Ich bekomme das nächstgrößere Gehirn. Ist doch schön. So, mehr Intelligenz. Ein Schritt Richtung Bewusstsein. Gehirn ist jetzt größer. Du kannst zwei Leute in deine Gruppe aufnehmen. So ungefähr müsste der Text da lauten. Schon recht weit. Das könnte echt knapp werden. Oh, jetzt tanzen die auch noch. Mann, da sind die besser als ich. Okay, das hat mich schon hingehauen. Ich müsste einen von denen alleine erwischen. Okay. Schurke. Eieiei. Da suche ich mir doch lieber was zum Aufsammeln. Irgendwo müssen hier noch Gerippe rumliegen von irgendwelchen... Irgendwasen. Da ist eins. Haben wir fast übersehen. Ich wollte jetzt zu dem da hinten. Sprinten und springen. Die sind auch furchtbar böse. Zum Glück ist nur einer da. Dann kann ich mich abmachen. Ach, das ist, bin ich. Was? Das sind ja meine. Wieso ist denn hier wieder.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Naja.